Hallo, ich begrüße euch. Ja, das Neuen, Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Ja, das kommt mir Spanisch vor. Machen wir mal weiter. Ja, ein neues Verb und zwar das Verb schlafen. Dormir. Dormir. Ich schlafe. Yo duermo. Yo duermo. Du schläfst. Du duermes. Du duermes. Er, sie, es schläft. Él, ella, duerme. Él, ella, duerme. Wir schlafen. Nosotros dormimos. Nosotros dormimos. Ihr schlaft. Vosotros dormís, vosotros dormís und sie schlafen, ellos duermen, ellos duermen. Ja, da verändert sich die Konjugation vom Infinitiv auf UE. Das Dormir wird mit O geschrieben, das Infinitiv, und wechselt dann auf UE. Ja, das sind so ein paar Sachen, die kommen öfter mal vor im Spanischen, aber ja, da müsst ihr leider durch. So, und dann machen wir uns mal an die Uhrzeit. Fangen wir mal so langsam an. Wie spät ist es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Wir haben en punto, das ist voll. En punto. Halb. Y media. Y media. Viertel nach. Y cuarto. Y cuarto. Fünf nach. Y cinco. Y cinco. Viertel vor. Menos cuarto, 10 vor, menos 10, menos 10, 20 vor, menos 20, menos 20. So, da machen wir mal ein Beispiel. Es ist 1 Uhr. Son la una en punto. La una en punto. Es ist 1:30. Son la una y media. Son la una y media. Es ist 1:30. Es ist 3:30. Son las tres y media. Son las tres y media. Wörtlich übersetzt 3 und halb. Also 3:30 ist im Spanischen 3 und halb. Tres y media. Son las tres y media. Es ist 7:30. Son las siete y media. Son las siete y media. Es ist 9 Uhr. Son las 9 en punto. Son las 9 en punto. Es ist 11:30. Son las 11 y media. Son las 11 y media. Und wenn das jetzt vormittags ist, dann sagt man las 11 y media. O la mañana, am Morgen. Oder las 11 y media por la noche, am Abend. 11 y media por la noche, 11 y media por la mañana.
So, das reicht, denke ich, und bis morgen.